Wollen wir jetzt zu fünft wohl da mit rüberfahren, den Weg? Nö, vier reichen, glaube ich, auch. Hat jetzt noch einer Silber? Nein. No. Nee. Ich hatte mir echt... Du mit rüber, dann gehe ich hoch und nehme das ganze Zeug mit, das restliche. Alles klar. Und irgendwas fällt mir dann schon ein. Und nachts ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Schlange seht, eh ziemlich hoch. Jo. Na dann, jetzt aber geht die Sonne unter. Versenkt jetzt bloß nicht das Boot. Ich sag's euch, wenn ihr jetzt das Boot versenkt, ne? Oh! Thors Hammer küssen und beten. Und noch Falschkörper. Fahrt bitte einfach rüber, ohne jetzt irgendeinen Blödsinn zu machen. Gandalf, ja. Jungs, wart ihr schon mal am Rand der Welt? Gleich schon. Ja, ich bin auch schon runtergefallen. Also bis bei irgendwann hast du ja so einen starken, irgendwann hast du ja so einen starken Sog, dass du gar nicht mehr zurückrudern kannst, ne? Renex, was ist mit dir los? Ich grüße dich erstmal, mein Guter. Also wirklich sterben runter? Also fällst du da wirklich runter? Die Vögel singen. Ja. Mehr. Ja, hab ich noch nicht ausprobiert. Oh, ist das grad episch. Ich hab grad hier von Rammstein ohne dich drinne. Gitarre geht los und wir haben Wind in den Segeln. Ach, oh, episch. Ja, schaut bloß, dass ihr das Brot heil rüberbringt, bitte. Naja, Fedri sitzt am Steuer, kann nichts garantieren. Geht der Arsch, Gott, alles. Segel bitte nicht zu nah an Sumpfgebieten vorbei und an Ebenengebieten, weil wir haben kein Antigift dabei. Ich finde, das große Boot lässt sich besser steuern als das kleine, hab ich mir so das Gefühl. Sandbank voraus, Sandbank voraus, Sandbank voraus, Sandbank voraus! Aufgesetzt! Ihr seid doch noch gar nicht losgefahren. Doch, 2 Meter. Und dann kam, ist die Welle abgesenkt und unter der Welle tauchte eine Sandbank auf. Ich hab noch einen sehr hohen Wellengang hier. Hier, Werkbank. Was ist denn hier los, Alter? Also ich habe auch 13 Holzbeil für den Fall der Fälle, dass wir eine Werkbank brauchen. Ja, hab ich auch. Reparieren. Gut. Ja, das Spiel ist lustig. Alter, Robin, was los? Luft im Bauch oder was? Ja, Kohlensäure heute im Tee. Eine andere Frage. Diese, weiß einer den Knopf für den Fotografie-Mode, den man die Dinge ausmachen kann, an der Seite alles? Wenn man das gibt's hier in dem Spiel? Soll geben. Screenshots. Alter, jetzt fahr halt auch mal vorwärts, ey. Ja genau, Greenshots, aber du kannst diese Seiten rausmachen, diese Anzeige kannst du rausmachen, habe ich ja schon öfters gesehen. Das hat, kann da, warte mal, ich hatte auch schon mal gefragt, ich glaube Beutel hat es mir sogar mal gesagt, wie es geht. Ich weiß es nur nicht mehr. Ja, ich weiß, ich habe es auch gesehen, aber ich habe den Knopf auch noch nicht gefunden, wie das geht. Ich guck gerade in die Steuerungsoptionen und bin gerade erstmal schockiert, es gibt einen automatischen Aufheben-Umschaltmodus. Ja. Ja. Sag mal, was leckt dann hier bei mir allzu rum? Das ja, wir hatten heute viel Bodenarbeiten, ne? Mhm. Das leckt wie Sau hier. Ja, wir sind 8 von 10 Leute auch, also die Serverauslastung ist jetzt langsam. Komplette Überraschung, Raid bei uns. Aber das ist wurscht, es passiert nichts. Ja, es sind bloß Skelette und wir haben gut abgesichert und wir sind jetzt 5 Leute hier auf See. 4. Ja, ich glaub, das ist mir wurscht. Weg, was geht, was? Ist mir wurscht, also wie gesagt, was sollen die jetzt hier großartig machen? Die hauen halt irgendwo. Uha! Was war das? Ich aber weiß es halt nicht. Ja, wir setzen auf den Boden auf. Kurze Sache, wenn jemand gerade nicht auf dem Schiff ist und die Basis wird angegriffen. Ja, ich bin auch in der Basis. Ja, Michi, dann renn mal eben nach oben zu Team 1, bitte. Oder ich schubse dich. Soll ich dich schubsen? Ja, schubse mich mal, dass ich nicht... Aber... So, mitten im Satz, sie schubst. Ohne zu fragen, einfach mal... Ja, die brauchen jetzt Hilfe da so ein bisschen, ne? Bevor sie es jetzt... Ja, nicht, wenn, also, meine, sehen, so an sich, die Base... Sei die bitte... Die Base so an sich ist ja safe, aber die Brücke nicht. Wenn die Brücke down ist, ist... Blöd, da müssen wir eine neue Brücke bauen. Jetzt darfst du wieder sein. Schon gut, hast du schon erklärt. Alles gut. Nein, ich muss dir so überlegen. Besser so, als wenn Robin sagt, halt die Fresse! Fenrir, halt's Maul. Das wäre aber der echte Robin. Was bedeutet denn Hosting irgendwas? Teile den Stream von auf deinem Kanal.
Naja, wenn du mich hostest bei dir im Twitch, sind die Leute, die bei dir gucken, sehen mich dann sozusagen. Oh. Macht aber nur Sinn, wenn du generell auch Zuschauer hast. Genau. Ja, also irgendwo dotzen wir hier immer auf, Robin. Ja, das ist der Punkt. Nee, wir dotzen nicht auf, das leckt total heute, ich weiß gar nicht warum. Ach, bei dir auch, ja? Ja, bei mir auch. Ja, Server ist ein bisschen instabil. Es gab vorhin noch ein kleines Update. Ja, na dann. So, Leute, macht mit dem Rochen nicht nach, macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Ich bin hier in Heißig sowieso nicht gut. Nee, jetzt ist vorbei. Macht das nicht nach, fertig. Das waren zwei Hopfen Kaltschalen zu viel. Raucht Zigarre, keine Zigaretten. Nein, raucht am besten gar nicht. Macht nur Krebs. Und Krebs ist bäh. Außer mit Buttersoße vielleicht, aber ansonsten nee. Und nicht die Krebs, den ich meine. Und schön Weißwein. Ja. Obwohl, eine Weißweinsoße ginge auch, ja, aber nicht bei den Krebs, den ich meine. Welle und Wellental. Welle und Wellental. Guck mal, wollen wir ein bisschen Bluna sein? So ein bisschen Aloha-Welle machen. Nee, wie heißen die? Nicht Aloha-Welle. Nehmen den Götterschnaps aus der Hand. Wir haben echt sehr hohen Seegang heute hier. Ja. Und das liegt nicht am Gerstentee, das sag ich euch. Das sind wirklich hohe Wellen das heute. Das soll Seegang sein! Gib uns mehr! Das erinnert mich immer an Forrest Gump mit dem Colonel. Ja. Schieß mich tot, wo sie da ihren Schrimpskutter haben und dann in den übelsten Sturmrennen warten und er klettert mit ohne Beine hoch auf den Massen, dann das nennst du einen Sturm, gib mir doch beim nächsten Mal mehr. Genau. Oder so ein bisschen wie bei Monty Python, kommt doch das nächste Mal mit mehr Leuten. Ich warte, Lieutenant Dan. Ja, Lieutenant Dan, danke. Ja, genau. Lieutenant Dan. Ja, zwei blöde Gedanken. Ich fand's doch mal so niedlich, wie er Jenny immer gesprochen hat. Jenny? Mhm. Genau. Lief auch, glaube ich, letztens im Fernsehen, habe ich noch irgendwo gesehen. Machst du denn in der Regel Streaming, Paul? Weil wenn dir keiner followt und du hostest mich, dann überträgst du halt meinen Stream bei dir, aber es bringt dann halt nichts, weil es ja keiner schaut. Sorry für die Rülpsanlagen heute, aber ist Kohlensäure, sie muss raus, ne? Hat keine Mittelzeit, muss raus. So schaut's aus. Alter, die Lags sind echt übel, ey. Aber bei mir geht's jetzt gerade eigentlich. Ja, bei mir läuft eigentlich auflösig. Bei mir läuft's alles richtig sauber. Ja. Also ich muss es zu erklären, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt mittlerweile einen G-Portal-Server, also sprich, ich bin nicht mehr der Host, ja? Ich bin nicht mehr der Horst, der daran schuld ist, dass es leckt oder so. Das sagt er immer. Aber Robin, was bezahlst du im Monat, wenn ich trauen darf? 1,10 Euro pro Slot, also 11,10 Euro sind es jetzt gerade momentan. Das geht aber. Das geht also. Okay. Valheim-Server sind deutlich günstiger als Satisfactory-Server zum Beispiel. Da sind wir bei fast 2 Euro pro Slot. Aber das Geile bei G-Portal ist einfach, du kannst von jetzt auf gleich einen Slot dazu bezahlen. Wenn du merkst, okay, es haben sich hier gerade irgendwie 20 Leute angekündigt, aber du hast nur 10 Slots. Machst du halt 10 Slot mehr, musst ein kleines bisschen warten, dass das erstmal konfiguriert wird und dann kannst du eigentlich sofort loslegen. Oh ja. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und dann kannst du einen Monat darauf wieder sagen, okay, jetzt sind wir bloß noch 15 Leute, weil irgendwie 5 Leute gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr. Reduzierst du halt wieder. Für den gleichen Preis oder für... Nee, dann du reduzierst dann wieder und durch die Reduktion kriegst du halt eine Gutschrift. Das geht ja noch. Na. Jo. Wenn du momentan nicht streamst, und ich bin da nicht lange auf Twitch, frage deswegen gerne nach, falls mich was interessiert. Na, wenn irgendwas ist, wenn du jetzt anfängst zu streamen und irgendwas ist und du hast Fragen, kannst du da gerne raushauen mit. Wir haben ja alle mal angefangen und ich habe auch alle möglichen Leute gefragt, wie, was, wo. Und ich glaube Robin auch. Na gut, Robin nicht, der liest sich ein in sowas. Ich probiere es aus.
Ganz ehrlich, Learning by Doing ist bei mir. Land! Land in Sicht! Stimmt ja, wir waren ja bei der Mutti, ich hab mich gerade gewundert, wir sind schon zu Hause, ich hab keine einzige Schlange zu Schnecken gekriegt. Zu wir Schnecken vor allem. Ja, aber wir haben ja bloß einen Katzensprung gehabt hier nach Hause. Boah. Autosave in 30 Sekunden. Also Lag in 30 Sekunden, ich kündige es an. Mhm. Wahrscheinlich gerade, wenn ich einparke. Ja. Eulparkieren, verstehe ich jetzt nicht. Meinst du, ist Outrider das ein Game? Meinst du das damit? Ansonsten bin ich ein bisschen. Ich sehe überhaupt lost. Nichts gerade, es ist arschdunkel. Wer hat da gerade einen Giftpfeil geschossen? Der wollte bestimmt die Hinde Skelett treffen. Oh ja. Boah, Alter. Oh. Alter. Aber keinen Schaden am und Schiff. Rum, oder? Rum, Junge, rum. Wie alles rum? Ab. Lieber Whisky. Scheiß auf den Rum, gib mir lieber Whisky. Ich bremse. Pustet, Baller, pustet. Ah, an den Ditch. Aber ohne Schaden wieder. Komplett ohne Schaden durchgekommen, oder wie? Hä? Schmeiß auf den Hand. Ich nehme schon mal selber mit. Na doch, ganz, ganz minimal Schaden hatten wir. Na denn. Ja, du steuerst übrigens wieder rückwärts, Henry. Ist das so weit? Ja, ist schon richtig. Ich will den hier einparken. So. Wow. Punktlandung. Schön. Nee. Halt still. Ich krieg die Hitbox nicht hier. So. Soll ich das hier bei uns einschmelzen? Zack. Naja, haut gleich rein an den Schmelzofen. Okay. Ey, das ist nice. Endlich mal nicht mehr so rumgehampelt hier mit dem Silber. Wenn wir direkt hier am Fischerkai anliegen. Ja. Jetzt muss ich den Bus noch drüber kommen. Ja, es geht. Ich kann es gleich da reinhauen in den Schmelzofen. Ich spring erstmal aufs Dach. Ja, warum nicht? Geil. Was sonst nichts zu tun hat. Ich habe eine Anzeigefehler, wenn ich was reinmache. Hier passen 10 rein, ne? Und ich schmeiße ja, einen ja. rein. Ja. Hat ja, ich habe jetzt auch 12 drin. Okay. Es leckt total gerade, keine Ahnung warum. Achso, der Steg ist da. Okay. Ich hab den Steg gerade gesteckt. Klung, klung, klung. Gut, dann packen wir es jetzt in die Erze rein, ne? Ja. Wenn sie erstmal voll sind. Achso, ich hab jetzt gerade die Silberbarrenkiste geschnappt und die ist auch schon voll. Ich bin immer noch überladen, scheiße. Ah ne, jetzt geht's erstmal wesentlich wieder Ausdauer tanken. Mach dich aus der Kiste, Junge! Nee, ich bin gerade am Ausdauer tanken. Die Kiste ist eh voll, du kannst nichts reinlegen hier gerade. Hä? Die ist voll mit Silber. Komplett voll. What the fuck? Ist die Erzkiste auch schon voll? Nee, ich hab nur gerade Silberbahn aufgenommen. Lol. Oh, ich nice, null positiv. Ich schmeiß ihn mit in eine Kohle rein, wollte ich gerade sagen. Wo ist bitte, Robin, die Silberbahnkiste voll? Ich hab sie gerade wieder leer gemacht, du Depp. Ach so. Ich hab doch gesagt, ich tanke gerade nur Ausdauer, mehr nicht. Ich meine, so an sich, die Lecks sind eigentlich ganz praktisch, wenn wir halt mehr Silber reinlegen können, als normalerweise reinpasst. Es rennt ja trotzdem durch. Jetzt haben wir wieder 10 von 10, komisch. Na? So. Das ist passt eine Kohle rein, als normalerweise. Oh, komisch, wir können jetzt nochmal 21 Kohle reinlegen. Really? Das ist komisch heute. Jetzt. Ne, das Silber war ja voll, ne? Die Kiste. Achso, ne, die Silberbarrenkiste ist wieder normal nur mit Barren gefüllt jetzt. Okay, kann ich wieder was reinpacken. Ja, das stimmt. Wo haben wir die Silberbahn hier? Aber wie schnell sowas weggeht, ne? Die Silber ist ruckzuck. Ja. Hier bitte. Ja, Robin, du baust jetzt deine Rüstung dann, ne? Ja, also beide Silber durchgeschmolzen ist, ja. Ja. So, Schiff ist leer. Kanalbanner, du musst mal gucken, wenn du bei, du hast die Maße, kannst du dir überall googeln.
Und das kannst du mit jedem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm kannst du das machen. Musst nur halt die Maße, die vorgegebene Größe und die Maße musst du einhalten. Achso, ist leer. Na dann. Da spaziert ein Decker voll überladen, ganz gemütlich mit einem riesen Turmschild vorbei. Als wäre nichts los, weißt du? Ich laufe mal ein bisschen rum, ne? Und ein Hammer in der Hand. Und setzt mich jetzt schon ans Feuer hin. Und setzt er sich gemütlich noch ans Feuer. Wie geil. Ach, schön, aber es ist geil, dass man sieht, wie jetzt hier Leben reinkommt, ne? Ja, jetzt ist das Dorf auch mal belebt, ne? Ja, wir haben das Ding zu dritt angefangen. Der dritte ist jetzt schon seit Monaten, kann er nicht mitspielen, weil er immer zu viel arbeitet. Ja. Evil Knight. Und auf einmal rennen hier 8 Leute rum und die nächsten 2 haben sich schon angekündigt über YouTube-Kommentare. Grüße gehen übrigens raus, Evil, altes Haus. Alte Sackfresse heißt das. Altes Fettgesicht. Ja, jetzt hätten wir von ihm wieder gut Kontra bekommen. Ja, auf jeden Fall. Oder, was ja manchmal passiert ist, wenn wir manchmal wirklich so blöd ihn runtergelabert haben, dass er dann echt einen Späh gesagt hat. Ja, da hat er keinen Bock mehr gehabt dann. Ah, Decker, danke dir fürs Sperren, falls du es gerade hörst. Ladybug wurde gesperrt. Ist ja schon so ein Name, wo du schon bist. Du bist Ladybug. Ja, schon, dass du, ja, Ladybug. Eine Käferlady. Eine Bug-Lady. Marienkäfer. Ich glaube, Ladybug ist der Marienkäfer, oder? Ich glaube ja. Und bei uns im Osten heißt es Mutschiküppchen. Was für ein Ding? Mutschiküppchen. Bei uns in Hessen heißt es auch einfach Marienkäfer, weißt du? Ah, Decker hört uns alle. Er hat das Laufen aus gerade. Okay. Siehst du, apropos. Automatisch aufheben, ein- oder aus. Ah! Das mit der V-Taste automatisch aufheben, ein- oder aus. Zum Thema, ich schmeiße einen Stein weg und die nächsten 2 Steine werden automatisch eingezogen. Sehr gut, ich hab's auch ausgemacht. Top! Was ist denn hier los? Ich. Alter, hier ist es ja wie in der Fabrik. Du sollst doch auch Sim. Das fand ich mal beim Voucher so cool in so einer Folge von ihm, wo er angefangen hatte, Eisen einzuschmelzen oder Kupfer, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da hatte er gerade erst die Anmoderation gestartet und im Hintergrund hast du schon gehört. Zisch, zisch, bumm, krach, zisch. Hat der Oberst so gerade mal die Fabrik ja schon angelaufen hier? Das hört sich echt so an. Oh nein, haben wir einen Positiv-Song. Haben wir denn Würstel? Irgendwo. Würstel ist bei Fertiges drin. Okay. Hast du jetzt deine Axt? Ich hab meine Axt, Sauron, ja. Bei Fertiges, warte mal. Meine, da. Ich kann keine Kohle mehr hinzufügen. Jetzt. Ich kann kein Silber mehr zufügen. Was? Lasst mal eben allesamt gemeinschaftlich ausloggen. Jetzt geht's ja. Wieder. Das war eben. Ich mach mal einen Server-Neustart, Leute. Ja, warte, lass mal erstmal ausloggen. Ja. Okay. Moment. Geht gleich weiter. Wir müssen mal ganz kurz raus hier. Der Server leckt nämlich wie Sau gerade. Ja, ich schub's euch mal alle in Team 1 hoch und da besprechen wir nochmal alles so gemeinsam und so weiter und so fort, ne? Ja. Mahlzeit. Bitte mal alle ausloggen einmal. Ich mach mal einen Server-Neustart. Es leckt ohne Ende hier. Okay. Ja, Moment. So, ihr habt jetzt gleichzeitig geredet. Was ist jetzt los? Ich war bloß gerade im Portal drin. Achso, okay. Also, sag Bescheid, wenn ihr alle raus seid. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Hau rein, mach's gut. Ich bin draußen.
Ich auch. Alle draußen, wunderbar. Ich mache einen neuen Start. So, jetzt höre ich euch wieder. Achso, ja, weil ich dich schubst, aber musstest du wahrscheinlich bestätigen, dass du jetzt hier zu hören bist und auch üben genau, kannst, sorry. Genau. Ja. Alles ist ein gut. Total schwachsinniges Update von Discord gewesen, finde ich. Ja, ja, nicht schlimm. So, Server müsste wieder laufen, laut meiner Anzeige. Es ging sehr schnell. Aber wer hat denn hier, Alter, wer hat dann 4 Clips von mir erstellt heute? Wovon überhaupt? Was? Da habe ich auch manchmal den einen oder anderen, vielleicht nicht ganz so nüchternen Zuschauer, der eigentlich nur auf Kinomodus klicken möchte und dann versehentlich auf Clip klickt. Stimmt's, Leute? Ach so. So, also ihr könnt schon versuchen, wieder raufzukommen. Okay. Ja, Caps Lock war mal wieder falsches Kennwort. Ja. Aber wenn ich gerade sowieso unter Chatting-Modus bin und gerade schon wieder mein, ich glaube, drittes Bier heute hinter habe, werde ich mal, Hopfentee, werde ich mal doch noch in den Pausenmodus switchen und nochmal schnell auf Toilette hüpfen. Dommel. Bis gleich bald. Bis gleich. Komm, Vermandenblase, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, er trinkt Pfadfinderblase, bitte. Pfadfinderblase, oh, ja? Alle 5 Meter den Baum markieren. Läuft viel besser. Ja, er trinkt 3 Bier und schifft 5 Bier dafür. Das ist ja unglaublich. Durchlaufer Hitze. Nicht so? Na, ist auch immer noch besser als kein Bier trinken und 5 zu schiffen. So. Ich geh mal bauen. Dann bau dir mal einen. Einen? Ja, ja gut, ein paar mehr. Bau mal ein paar. Oder ein paar weniger. So. Stimmt, hier ist ja auch noch ein Öfen drin. Den kann ich nicht sehen. Hä? Holz brauchen wir noch für Kohle, ne? Hatten wir gesagt. Jetzt zwischen den Meilern ist noch ein bisschen was. Komm mal hier, wo ich bin. Hier ist alles Holzkohle noch drin. Hier unten. Bei den Metallen. Ganz unten, die Kisten sind alle voll mit Holzkohle. Ah, dann ist doch gut. Dann ist ja top. Hab ich gerade gesehen. Oh, bum, bum, bum. Ja, du kriegst die Tür nicht. Wie viel kommt denn hier noch? Ich einen Anzeigefehler. Oh. Ich hab's gar nicht mal auf hier. So. 22 von 20 Kohle, sehr gut. Oh nein. Okay, wie ich höre, haben die Versuchskaninchen herausgefunden, dass die Lecks immer noch da sind. Das ist natürlich schade. Ja, 21 von 20 Kohlen. Cool. Ja, cool. Sauber und Unterhaltung annehmen, alles klar. Das heißt aber relativ häufig, das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so aussagekräftig. Oh, fuck. Aber schlimm ist halt, wenn es schon so stark leckt, dass wir halt die Sachen nicht mehr reinlegen können in die Schmelze. Das war ja gerade so. Es stürmt. Also, Elite Trauger hauen jetzt ganz schön rein, ne? Was? Ja, oh, aber haben sie vorher auch schon. Der hat mich gewonnen. So, geht gleich los mit dem Spiel, Leute. Bin noch am Joinen. Ja, also ich bräuchte jetzt mal hier so eine kleine Eskorte. Wo bist du denn? Wo? Na, ich respawne gleich. Ach, du bist mal wieder. Ja. Okay, So, alles klar, ich komm wieder auf den Server und pisst aus Kübeln. Wir sind mal draußen geblieben. Tschüss, verschimmelt euch. Ich geh mit dir. Hey, ich geh auch mit. Ja, genau, trefft euch mal im Portalturm hinten und dann geht, Alter, hegst du kotzt die ganze Bude voll! Keine Ahnung. Ich hab die falsche Beere genommen. Alter, ist das ekelhaft! Der kriegt nur schwer zu saufen, das sage ich euch! Der kriegt nur noch Tapete in die Hand gedrückt, damit er neu tapezieren kann! Ist ja ekelhaft, ey! Ich möchte anmerken, ich habe diesen Keller selber gebaut. Ich darf auf ihn draufreiern. Nein, darfst du nicht! Solange du dich sauber machen kannst. Aber ich hab doch noch kein Met verteilt.
Das war nicht mal. Warum das eigentlich waren nicht? Unaussprechliche Dinge. Es gibt Menschen, die können kotzen, ohne was zu trinken. Sag mal, Leute, was passiert eigentlich, wenn wir während eines Gewitters den Schredder anschmeißen? Welches Portal denn, Seifi? Ich bin schon drüben. Also das mit dem T hier irgendwas. TMP. Ja, irgendwie. Ich bin dabei. Ah, bist bei ihm? Ja. Ich hab schon wieder Silber dabei. So ein Rotz. Jetzt wollte ich gerade euch helfen, aber geht nicht. Es ist nichts passiert. Ich kann schon wieder nichts in die Schmelzöfen legen. Weil die Folge. Nein, 8 von 20 steht hier an Kohle. Du hast keine Kohle? Ja, nee, also ich nicht. Bin mal weg. Ah, lol, okay, er hat reingelegt, aber mir nicht angezeigt, dass er reingelegt hat, lol. Ich hatte noch ein bisschen Kohle im Inventar. Oh, warte mal, wo ist denn jetzt? Lol. Boah, 2 Sterne Trager. Ja, sag ich doch. So, braucht ihr Hilfe, dann kommen noch welche. Moment, doch, ich zieh mich nur fix um. Wer schießt hier Giftpfeile durch die Gegend, Seiri? Die sind teuer, Mann! Das war ich nicht! Wer dann? Wer hat die Giftpfeile geschossen? Fenrir! Du Sackfresse! Ich war's nicht, Junge! Ich kann doch die Schussrichtung ermitteln, es waren nur 2 Leute in der Richtung! Ich hab nur das welche. Ist CSI Wahlheim hier, Alter! Danke. Alles gut. Vor allem, das ist schon das zweite Mal und der Robin meckert immer euch an. Ja, beim ersten Mal Gruschel meckert, da waren wir auf dem Schiff, da hast du hinten auf die Insel geschossen, während die vorbeigelaufen sind. Ich bin auch gerade raus und hab mir Pfeil entgegen. Da stand ich hier und hab da drüber geschossen. Alter. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mein PvP gerade nicht anmachen. Ah, jetzt. So, komm her hier. Ins Gesicht, PvP anmachen. Bringt eh nichts, weil wir haben tolle Rüstungen. Lol, 0 Schaden? Du hast PvP aus. Nein, ich hab an. Was? Ich hab an. Was? Der hat die beste Rüstung wahrscheinlich an. Ja, stimmt, er hat schon volle Silberrüstung. Siehst, da kannst du schlagen, wie du willst. Da schlägst du ins Leere. Ja, er hat volle. Nee, manchmal mach ich 0,1 Schaden und er auch. Okay. Aber du bist schon wieder am Kochen hier wie ein Wilder, hä? Naja, einer muss ja. Und während ihr euch da gegenseitig fistet, habe ich mir gedacht, Aber schön ist, man kann damit echt blockieren skillen ohne Ende, ne? Es ist mir klar, dass das dann blockiert wird. Ich meine, wenn man rechts durch blockieren drückt, dann. So, was ist gerade schön, Blind Guardian im Hintergrund zu laufen hier. Blind Guardian und die 2 Vollchaoten machen hier Schlammcatchen. Wenn einer noch eine Rüstung braucht, ein Silber ist, wieder genug Silber da. Das ist ja gleich für mich alles da, dann erstmal. Genau. Halt. Machen wir PvP wieder aus. Dachte nur, ich helfe wenigstens beim Einschmelzen. Silber. Ihr schmelzt in die Zeit ja noch ein, wo ihr da euren Spaß habt. Luffy, was wolltest du nun Sumpf machen? Wir hatten ja Eisen abgebaut. Ach so, okay. So, warte mal. 43er Gedönsab. Achso, ich hab noch nicht mal den Drachenhelm. Was brauch ich dafür noch? 2 Drachentrophäen. Bitte einmal 2 Drachentrophäen in die Schmiede bringen. Danke. Nein. Lol, ich hatte mein. Doch, hatte ich. Okay. Ich dachte gerade, ich hab wirklich halbnackig mit Decker zusammen Schlammcatchen gemacht. Das wird immer schlimmer. Also du warst zum Glück angezogen. Nein. Ich stell's mir gerade vor, Alter, der Kapuzenwurm am Catchen. Wieso Kapuzenwurm? Was? Du weißt schon, dass es einen Streamer gibt, der so heißt, oder? Ja, das ist mir gerade auch eingefallen. Grüße gehen raus, Alter. Aber jetzt ehrlich, jetzt habe ich Kopfkino und das ist nicht schön.
bei der Kapuzenwurm und Schlammcatchen hier mit uns. Auweia, das wird übel sein. Auweia, wird das übel. Wieso? Oh, Kohle. Ja, weil er auch so ein abgedrehter Typ ist. Oh.